Der Heinz Brauchart ist Pfarrer in der St. Johann-Kirche und macht regelmässig Abdankungen auf dem Waldfriedhof Schaffhausen. Wie wir in der letzten Folge erfahren haben, übernimmt das Bestattungsamt praktisch alle Aufgaben, wenn ein Mensch stirbt. Es nimmt auch Kontakt mit dem Pfarrer auf und leitet Termin für die Abdankung fest. Oh, es kommt ein bisschen darauf an. Je nach Termin ist er einfach schon festgelegt. Es ist manchmal nicht so einfach. Es sind ja doch recht Abdankungen, die hier stattfinden pro Woche. Also, zum Glück ist es meistens so, dass man noch ein bisschen schieben kann, aber eigentlich wird es festgelegt vom Bestattungsamt. Und dann schauen wir, dass wir möglichst gehen können. Und dann geht es zuerst einmal darum, ein Gespräch zu machen mit den Angehörigen. Erst einmal über das Leid, über die Trauer, wie es einem geht. Und dann ja, halt über die verstorbene Person. Und schlussendlich dann noch irgendwie in dem Ganzen noch was hat es jetzt eben mit dem Pfarrer, was hat es mit Gott zu tun, was hat es mit dem zu tun, der keinen Anfang und kein Ende hat. Nach dem Gespräch mit den Angehörigen muss der Pfarrer eine Predigt schreiben, wo je nach Wunsch etwas über den Verstorbenen aussagt, seine Lebensgeschichte erzählt oder seine guten Eigenschaften lobt. Eine Aufgabe, die auch der Heinz Brauchart nicht immer einfach findet. Also gute Predigten halte ich sehr selten. Aber was der Kern davon ist, ist, dass ich etwas spüren von den Menschen, die zu mir kommen, oder? Und die etwas von mir wollen. Die wollen von mir gute Ansprüche haben, die wollen von mir ein bisschen Empathie haben, ein bisschen Mitgefühl und vielleicht sogar ein Stückchen Trost, oder? Über das können wegzukommen, was da passiert ist. Während diesem Gespräch ist auch oft die Art vom Grab und von der Bestattung ein Thema. Der Heinz Brauchart hat eine Tendenz in eine Richtung bemerkt, die eigentlich nur erstaunlich ist. Heute ist es so, dass viele eigentlich das Gemeinschaftsgrab, das namenlose Gemeinschaftsgrab wünschen. Oder dann das Gemeinschaftsgrab mit Namen. Aus Gründen der Anonymisierung der Gesellschaft, aufgrund der Mobilität. Die meisten die sagen einfach, ja, ich habe Angst, dass ich dann irgendjemandem zur Last falle. Oder? Sei es am Schluss irgendwie noch, weiss der Gucker. Ja, es gibt ja eine Tendenz zunehmend, dass Leute zum Beispiel einfach nur die Taschen verstreut haben irgendwo. Das ist dann nochmal eine Stufe mehr, wenn man so will. Oder dann ein separates eigenes Grab, ein Urnengrab, ein kleines. Oder kommt auch vor und ist dann nochmal eine Stufe, wie nochmal urchiger, muss man fast sagen, wenn man dann halt einfach noch erdbestattet sein will. Und dann steht man halt einfach in den Dörfern, ist das eigentlich immer noch recht gang und gäbe. Dass man dann halt wirklich neben offenem Grab steht und da unten ist der Leichnam und man einfach von dem Leichnam Abschied. Und nicht einfach von einer Idee, oder? Ah, jetzt ist er gestorben. Ich glaube, manchmal gibt es Leute, die stehen am Grab und haben es immer noch nicht verstanden, dass sie den Tod getroffen hat. Die Tradition, die immer noch ein bisschen lebendig ist in den Köpfen, geht auf das zurück, dass man sagt, ja quasi, die Auferstehung der Toten die wird leibhaftig sein. Und es gibt tatsächlich so eine ganz strenge Richtung, oder, im religiösen Christentum, wo man sagt, ja, quasi, wenn ich jetzt nicht erdbestattet, also halt richtig, quasi, das ist eine Tradition, wie man halt jahrhundertelang bei uns beerdigt hat. Und ich sage den Leuten, ja, eigentlich ist sowieso Asche zu Asche, Staub zu Staub. Oder? Also wenn man dann wirklich am Grab steht, glaube ich, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Die Erde nimmt nur den Staub, nimmt nur die Hülle, das Leben aber von der verstorbenen Person. Wissen wir geborgen in Gottes Hand um Christi Willen. Gott schenke ihr sein Licht und seinen Frieden in Ewigkeit. Amen. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob man jetzt als Aschen oder als noch Leichnam, der halt vermodert im Boden zurückbleibt. Oder? Das finde ich, das sage ich den Leuten. Aber da tue ich mich natürlich auch irgendwie nur auf der anderen Seite dann auch wieder einer Tradition anschliessen, die sagt, wir wollen die Bibel, wenn wir eigentlich im Geist von der Freiheit auslegen. So wie sich die Wünsche in Bezug auf Bestattungsart unterscheiden, so sind auch die Abläufe von einer Abdankung unterschiedlich. Einerseits entscheiden die Angehörigen, wie sie möchten Abschied nehmen, andererseits kommt es auch auf den Ort drauf an, Stadt oder Land. Meistens ist es so, dass man jetzt in den Städten prägten Agglomerationen halt, dort ist man eigentlich meistens, so wie jetzt hier, ist man zuerst
in der Abtankungshalle, weil quasi hier eine Abtankung nach der anderen irgendwie, je nachdem muss ablaufen. Und das ist vom Zeitplan, ist das irgendwie halt einfach auch mit den ganzen Leuten, die da hin und her sich bewegen, ist das einfach einfacher, wenn man zuerst jetzt in der Kapelle ist, die Abtankung hier macht und dann nachher noch mal ein letztes Mal am Grab wirklich physisch Abschied nimmt. Und dann nachher halt mal still vielleicht eine Blume oder etwas ans Grab legt, irgendwie Kerzen anzündet. Eben, und dann in der ländlichen Gemeinde ist es eigentlich eher so, dass man zuerst auf dem Grab ist, zuerst auf dem Friedhof, die ganze Gemeinde. Früher so sind sie sogar noch, so zum Teil heute noch, nicht, dass sie im Baselbiet erlebt. Oder? Da kommen sie vom Sterbehaus, oder? Ist der Grossvater dort im Sarg hin und dann tragen ein paar vom Dorf, oder? Tragen das zum Friedhof. Und nachher wird bestattet. Und nachher geht man dann in die Kirche, oder? Für die Abdankung. Und dann häufig, also eigentlich gehört es ja fast ein bisschen dazu zu dem ganzen Ritual, was ja eigentlich ist, noch ein Leitmahl, oder? Und mit dem Leitmahl geht der Tag dann zu Ende. Die Ruhe über den Verlust von dieser Person fährt aber erst an. Wir haben Angela Benteli, Pflegefachfrau auf der spitalexternen Onkologiepflege, und Andreas Reich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, getroffen. Sie betreuen beide auf unterschiedliche Art und Weise Menschen, die am Trauern sind. Angela Benteli hat vor 4 Jahren eine Trauergruppe ins Leben gerufen, die sich immer am ersten Dienstag im Monat in der Ochsenschür trifft. Wir erleben sehr häufig Familien, die es ja oft auf einen Sterbeprozess und auf einen Tod zuläuft. Und haben daraus erlebt, dass es einfach wichtig wäre, wenn für die Leute nachher noch irgendetwas da wäre. Es ist jedes Mal anders. Wie viele Leute das kommen, ist sehr unterschiedlich. Wir sind zwischen 4 und maximal 12 Leute, haben wir jetzt vielleicht mal gehabt. Ja. Und es ist jedes Mal, je nach Befinden, was irgendwie vorgefallen ist bei diesen Leuten, was gerade belastet. Eigentlich geben wir uns Mühe, keine Themen zu besprechen, sondern wir warten, was von den Leuten kommt und versuchen dann, auf das einzugehen und in den Raum zu gehen, um das vor allem mit den anderen zu besprechen. Also wir versuchen uns auch relativ zurückzuhalten. Gemäss der Elisabeth Kübler-Ross, einer der bekanntesten Sterbeforscherinnen, können 5 Phasen für den Prozess vom Sterben und der Trauer unterschieden werden. Lügen, Wut, Feilschen und Verhandeln, Depression und Annahme. Andere Autoren beziehen noch die Phase der Desorganisation, Schuldgefühl und der Angst mit ein. Die Angela Benteli hat an ihren Treffen schon viele Erfahrungen mit diesen Phasen gemacht. Die Phase, die haben zwar sie nummeriert, aber die kommen nicht nach den Nummern. Die macht jeder durch, wie es einfach gerade kommt. Und vielleicht lässt man ein paar Phasen weg und springt gerade zu einer anderen. Es gibt einfach alles und die Leute, die versuchen einfach, ihren Alltag wieder zu finden. Und den finden sie einfach sehr schwierig, weil es einfach die Person, die sie verloren haben, die fehlt einfach überall. Und sie müssen dort zuerst einen Weg finden über Gespräche, über wie sie ihre Position wieder reinbringen. Das sind sehr alltägliche Sachen. Also von Glühbirnen reinschrauben, wo jetzt plötzlich nicht mehr der Partner da ist, was bisher immer gemacht hat, bis wirklich einfach das Fehlen vom Ansprechpartner, wo wirklich einfach auch einfach die Person nicht mehr da ist, die man nicht ersetzen kann. Andreas Reich hat als Psychiater immer wieder Patienten, die mit ihrer Trauer nicht zurechtkommen, überfordert sind und professionelle Hilfe brauchen. Er nennt das pathologische Trauer. Es gibt 2 unterschiedliche Dinge. Das eine ist die ganz normale Trauer. Trauer ist ja ein gesundes Empfinden, eine gesunde Verarbeitung, ein gesundes, normales Gefühl. Und es gibt die pathologische Trauer. Und die gesunde Trauer ist ein Thema natürlich beim Verlust von Angehörigen. Das ist aber was jetzt in meiner Praxis nicht unbedingt so relevant ist, vielleicht eher so im Nebenbei mal vorkommt bei anderen Themen. Bei mir ist es dann relevant, wenn es um pathologische Trauer geht. Das heißt, das sind Situationen, in denen jetzt zum Beispiel der Verlust von einem Angehörigen jemanden überfordert, aus irgendwelchen Gründen. Da gibt es auch wieder verschiedene Gründe. Und dann ist die Trauer entweder verlängert oder bleibt aus oder besonders stark, je nachdem. Und da wird es dann Thema, wie ist damit umzugehen.
Das hat einen relativ typischen Ablauf. Oft ist es jetzt wieder Beispiel Verlust eines Angehörigen so, dass die ersten Tage, vielleicht zwei, drei Wochen eher so eine Situation sind, in der man wie aus der Welt gerückt ist, wie starr ist, wie verändert, die Dinge anders erlebt. Dann kommt eher diese Phase der Verzweiflung, der Trauer, die einen so mitnimmt, wo man sich vielleicht auch zurückzieht, wo man Hilfe von Freunden, von Angehörigen braucht. Das kann in der Regel Wochen, Monate gehen. Und dann ist so das klassische Trauerjahr sicherlich so eine Größenordnung, an der man sich orientieren kann. Das wäre so der, ja, im Großen ganz normale Ablauf. Bei gewissen Leuten dauert die Trauerzeit aber länger. Sie haben auch nach einem Jahr noch das Bedürfnis zu reden. Aber was macht man, wenn einem niemand mehr zuhören will? Das Trauerjahr, die Leute, die länger trauern, die haben während der Umgebung von den Freunden, von der Familie, irgendwann können sie die nicht mehr hören. Ja, das stimmt, das ist noch ein guter Aspekt. Und die kommen dann wenn in die Gruppe und sagen, bei euch muss ich jetzt das noch mal erzählen, weil die anderen, wenn sie nicht mehr hören, die haben jetzt das Gefühl, jetzt ist es ein Jahr, jetzt kannst du dann endlich mal aufhören, jetzt musst du wieder dein Leben finden. Und da ist vielmal wie, die kommen dann zum weiterhin über den Toten zu reden, weiterhin über das, was war, reden, weil sie ihre Angehörigen nicht mehr hören. In unserer letzten Folge morgen treffen wir Felix Gul, den Bereichsleiter der Stadtgärtnerei. Von ihm erfahren wir alles über die verschiedenen Gräber auf dem Waldfriedhof und welche Möglichkeiten die Angehörigen haben, sie zu schmücken.